Ich bin fast zu Hause hier. Es freut mich wieder, mit euch und unter euch hier zu sein. Nochmal darüber nicht nur zu berichten, vor allem zu diskutieren, wie es in Griechenland im letzten Jahr und in den letzten Monaten vor sich geht. Und ich darf eines vorweg bestätigen, was Paul gesagt hat. Wir haben keine Sekunde Zeit bis jetzt gehabt, einmal wirklich Ruhe zu haben und einmal strategisch zu überlegen, wie wir weitermachen. Wir laufen von einer großen Herausforderung in die nächste. Deswegen, auch aufgrund der Aktualität der letzten Tage, hat sich mein Vortrag ein bisschen gezwungenermaßen sich geändert. Ich möchte am Anfang euch ein bisschen über die Flüchtlingssituation in Griechenland informieren und ein paar Ansätze geben, wie wir gemeinsam diese Sache Europa weiterangehen. Weil so wie es im Moment aussieht, ist das so, dass wir von einer nächsten großen humanitären Katastrophe bevorstehen. Ein kaputtgespartes Land, 6, 7 Jahre, bekommt jetzt die Aufgabe von den Europäern, ein großes internationales europäisches Problem zu lösen. Ein Problem, das eigentlich kein Land allein, kein Staat allein, geschweige denn das reichste Land Europas, Deutschland, kann das allein bewältigen. Und die Meldungen, die wir jetzt in den letzten Tagen hören, die deuten darauf hin, dass wirklich die Europäer sich eigentlich den naiven Gedanken machen, dass wenn sie Zäune oder Kriegsschiffe da losschicken, werden diese Menschen aufhalten. Kann nie passieren. Wirklich, wenn einmal einer unten war und die Situation diesen Menschen gesehen hat, vor allem diese Menschen selber gesehen hat, vor allem wenn man uns versucht, ein Bild zu machen, warum diese Menschen von zu Hause wegfliegen, weil es geht ja keiner freiwillig weg, kein Mensch in dieser Welt verlässt sein Zuhause, um wegzugehen, außer er steht in einer sehr großen Lebensgefahr. Aufgrund von einem Krieg, wie es in dem Fall der Syrer, der Afghaner, der Irakis ist, aber auch andere. Und natürlich, wenn er nicht auch in einer großen Hungernot steht. Und die Flüchtlinge, die Hauptmotivation, warum sie weggehen, ist eben erstens einmal der Krieg selber und zweitens der Hunger, vor allem in diesen großen Aufnahmelager in Türkei, in Jordanien und so weiter. Und die Perspektivlosigkeit. Vor allem all diesen jungen Menschen, die schon Monate oder Jahre in einem großen Flüchtlingslager waren und dort ganz einfach ihr Leben sozusagen vergeudet haben, in der Wüste. Diese Menschen kann man wirklich nicht mit Zäune oder mit Kriegsschiffen aufhalten. Gleichzeitig aber sehen wir, dass in Europa der Diskurs in einer Richtung geht, die nicht nur das Projekt Europa, so wie wir es bis jetzt haben, wirklich in Frage stellt und an ihre Grenze schreibt, sondern sehr gefährlich ist. Die Partei, die Regierung ist hier, in Europa, vor allem in Deutschland, in Österreich, aber in sehr vielen osteuropäischen Ländern auch, ehemalige osteuropäischen, weil sie den Druck der rechtspopulistischen Parteien spüren, nehmen die Agenda, die volle Agenda dieser populistischen und rechten Partei auf, anstatt dass sie ihre eigene Strategie entgegensetzen, anstatt dass sie wieder vielleicht von einer sozialen Gerechtigkeit sprechen, von Bekämpfung der Ursachen an Ort und Stelle, dort wo die Menschen herkommen. Und das hat natürlich das führt zum Ergebnis, dass der gesamte Diskurs sich nach rechts verschiebt. Und erst dann bei den Wahlen, wie es
wir jetzt in den letzten Monaten und Jahren sehen, auch gerade letzte Woche hier in Deutschland, die Wähler sich insgesamt nach rechts gehen. Und das ist eine sehr, sehr große Gefahr für Europa insgesamt. Die zweite Bemerkung, die ich hier machen möchte, ist folgende. Wir erleben das erste Mal in den letzten Jahrzehnten in Europa und in der Europäischen Union, wo große internationale oder europäische Probleme auf nationaler Ebene gelöst versucht werden. Also der Versuch, sie auf nationaler Ebene zu lösen. Das heißt, der große Gedanke, dass Europa, Europäische Union, diese große Herausforderungen, diese große Sachen auf europäischer Ebene gemeinsam löst, gehen wir jetzt diesen Weg zurück. Das ist quasi für mich leider der Anfang von Zerbröckelung von dem Projekt Europäische Union. Und das ist auf die Wirtschaftsfrage, auf die Wirtschaftskrise besser gesagt, draufgekommen, hat sich akkumuliert. Und diese zwei Herausforderungen haben wirklich gezeigt, dass die Europäische Union, die von den neoliberalen Kräften in den letzten Jahren, Jahrzehnten regiert wird, sie kann große Herausforderungen nicht lösen. Sie kann diese große Herausforderung nicht lösen. Wie sieht jetzt in Griechenland in der Realität aus mit den Flüchtlingen? Wir müssen ein bisschen zurückgehen. Letztes Jahr, zur selben Zeit, hat keiner wirklich voraussehen können, wie die Anzahl der Flüchtlinge sich so ansteigen werden könnte. Keine Partei, kein Think Tank, keine Organisation, auch die Hilfsorganisationen, die eigentlich da Erfahrung hatten mit den Flüchtlingen, haben solche Zahlen nicht prognostizieren können. 2014 in Griechenland 41.000 Flüchtlinge. 2015 über 850.000. Das ist fast 2000% mehr. Also, kein Land könnte auf sowas wirklich vorbereitet sein, und das sage ich jetzt nicht als Ausrede in irgendeiner Weise, sondern leider waren wir dieser Herausforderung nicht gewachsen. Lesbos mit 85.000 Einwohnern hat über eine 500.000 Flüchtlinge gehabt. Da wird ja mal auch die Relation gemacht. Agathonissen mit 316 Einwohner, sagt er mal eine Zahl von Flüchtlingen. 360 Einwohner. 70.000. Wie viel? 80.000. 31.000. 31.000. Wenn man das hier sozusagen übersetzen würde, also Frankfurt mit 700.000 müsste 3 Millionen Flüchtlinge bekommen. Da frage ich mich, wie wäre die Diskussion hier? Wie wäre die Diskussion hier, wenn jetzt, wo eigentlich, mein Gott, Europa hat 500.000.000 Einwohner, ist das reichste Kontinent der Welt und macht sich solche Sorgen wegen 2, 3 zusätzliche Millionen von Menschen. Da sind in Griechenland Sachen ausgegangen wie, was weiß ich, das Wasser, ganz normale Sachen. Möchte jetzt nicht von Friedhofsblitzen sprechen oder solche Sachen. Ich möchte nicht sagen, wie groß das Problem von der Plastikverwertung auf Lesbos ist. Tonnen von Plastik, von diesen Schlauchbooten und Schwimmwesten haben sich da angehäuft. Das ist ein Problem, das wir selber nicht lösen. Wir versuchen es international zu lösen, weil wir müssen nicht, wohin bringt dieses Plastik. Trotz allem aber, die griechische Behörde, die griechische Regierung, aber vor allem die griechische Bevölkerung hat sich wirklich großartig verhalten. Ohne die Unterstützung der griechischen Bevölkerung
wäre es wirklich nicht möglich gewesen, diesen Menschen halbwegs menschenwürdig sie aufzubauen. In Griechenland geht es weder um Aufnahme noch um Einpersonierung oder was auch immer. In Griechenland bei den Flüchtlingen geht es in erster Linie um Rettung. Und dieses Wort fehlt hier. Die Menschen, sobald sie im Wasser sind, und die kommen alle übers Wasser, die müssen gerettet werden. Und das ist auch ihr Recht, dass sie gerettet werden. Nicht, dass ihr glaubt, dass es einfach ist. Die Einwohner von Lesbos, die haben das ganze Jahr nichts anderes getan. Sie haben ihren Alltag total aufgegeben, haben sich nur damit beschäftigt, die Menschen zu retten und ein bisschen entgegenzukommen. Erst im Oktober 2015 hat sich die EU das erste Mal getroffen zu einem EU-Gipfel, um dieses Problem zu diskutieren. Es wurde beschlossen, dass 160.000 relokalisiert werden, also umgeschiedelt werden.